Moin Moin Leute, willkommen zurück zu Subnautica, Below Zero. Ich bin der Chucky und habe gerade meine erste Impfung bekommen. Ha! Aber mir geht's soweit gut, deswegen hier nochmal die Aufnahme. Beim letzten Mal sind wir quasi gerade aus der Arktik zurückgekommen. Okay, ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Aus der Arktik zurückgekommen und Problem war, ich habe leider zuletzt gespeichert, wo ich noch in der Arktik war. Also so kurz bevor ich aufgebrochen bin. Das heißt, alles, was wir hier gemacht haben, habe ich jetzt eben nochmal nachgeholt. Ich habe mir den Anzug gebaut, ich habe ja alles eigentlich einsortiert, bis auf eine Sache, glaube ich, noch hier. Die wir uns jetzt hier nochmal holen. Aber ansonsten ist eigentlich alles soweit safe. Ich mache mich mal kurz klein, dann seht ihr das auch besser. Ich hole mir nämlich hier nochmal... hier ist nämlich alles dunkel, bis auf hier. Und dann nehmen wir die Sachen nochmal raus und dann haben wir es. Ich glaube, hier der ganze Rest. 4 Energiezellen. Nochmal so ein Ding. Das ist okay. Und hier haben wir im Prinzip unsere 4 Nährstoffdinger. Und dann am besten 2 von denen. Ist hier so ein Vieh lang? Nee, ne? Und am besten 2 von den Trinkflaschen noch. So, hier haben wir auch sehr viel Kram. Hier Antennenfrucht und Gelsäcke und whatnot. Hier haben wir die Teile, die Schlingpflanzen. Wir haben eigentlich recht viel. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal so ein wenig diese Beete hier restructuren. Also, 4 Beete oder mehr. Hier, es ist halt alles so einfach so, ne? Zum Beispiel würde ich gerne mal diese Melone da hinten. Okay, ne? Marmormelone, 4 Stück. Die würde ich halt... Boah, sag mal. Komme ich jetzt nicht mehr raus, oder was? Great. Doch. 4 Marmormelonsamen, ne? Die würde ich jetzt vielleicht gerne nochmal in so einem extra Beet haben. Deswegen machen wir das mal so, dass wir einfach ein Beet haben für jede Frucht oder was. Ich glaube, es ist auch einfacher, als alles in ein so ein Ding reinzuhauen. Brauche ich mich auch nicht mal um diese ganze... Das sind 4 Stück Marmormelone. Und gab es nicht sowas wie eine große Marmormelone oder habe ich die schon weggerissen? Ja, die Hufeisensträucher. So, und dann haben wir hier Schneepflaumenbaum nochmal 4. Also ich muss sagen, hier diese Kollisionsabfrage ist nicht so nice. Jetzt habe ich hier so einen Schneepflaumen gut als Salat, ja, aber... Ich will nur mal kurz gucken. Jetzt habe ich hier die 4 und jetzt die kann ich... Okay, die Schneepflaumen kann ich wahrscheinlich auch einpflanzen. Aber das lassen wir mal. Schneepflaumen machen wir mal ähnlich wie diese Dinger hier. Packen wir einfach mal nochmal daneben. Oder was haben wir denn hier alles? Hier haben wir, glaube ich, die große Marmormelone. Ja. Ich nehme erstmal die Kartoffeln. So. Chinesische Kartoffeln haben wir da hinten ohne Ende. Ne? So, dann, was haben wir hier noch? Dann nehmen wir mal hier diese Eisdinger. Jetzt haben wir eine kleine Marmormelone, eine Marmormelone und sowas. Okay. Der Schneepflaumenbaum. Marmormelone. Kann ich die jetzt hier reinpacken? Aha. Ach so, kann... Ah ja, okay, jetzt kann ich sie wahrscheinlich einmal... So, perfekt, jetzt gab es ein paar. 1, 2, 3, 4. Okay. Jetzt haben wir da hinten
Marmormelonen, die kommen jetzt hier nochmal rein. Und die kleine kann ich da auch. Ne, kann ich nicht, ne? Ich mache einfach so viele Marmormelonen, wie es geht, hier rein. Dann wird das hier das Marmormelonenbeet. Okay. So, dann sammeln wir hier nochmal die Schnee. Warte mal, Schneepflaumen. Haben wir da hinten welche? Ja. Die Schneepflaumen und was sind das? Die Hufeisennüsse. Ich glaube, die sind auch ganz geil. Aber die Schneepflaumen werde ich mal alle. Oh, nervt mich das. So. Schneepflaumen. Okay. Die da, da haben wir die Dinger. Die sind hier Feuerschoten. Hier haben wir die Melonen. Okay. Dann machen wir da hinten einfach weitere Hufeisenfrüchte. Okay, sie gehen durchaus kaputt. Deswegen kommen hier mal die Schoten kurz mal rein. Eiskörbe haben wir auch noch ordentlich. Die müssen wir, glaube ich, auch noch irgendwo einpflanzen. Also das hier so in der Ecke, schwierig. Anyway, hier sind die Schneepflaumen, also rein damit. Kleine Marmormelone alt. Und schon ist sie wieder neu. Eine, ja, ich esse sie einfach. Hier sind die vier, das ist auch okay. Das ist sozusagen die Notration und hier sind diese Hufeisennüsse. Ich nehme mal nochmal eine Sonne. So. Und jetzt baue ich das Ding einfach mal ab. Oder auch nicht. Nee. Ich will nur mal kurz gucken, ob so eine Hufeisenfrucht oder Hufeisennuss als Dings zählt. Gesundheit plus 10, das ist halt auch mega nice. Oh doch. Okay. Jetzt habe ich hier so eine. Nein, wie kann ich die wieder rauskriegen? Ducken kann man sie auch nicht. Great, nee, aber okay. Hufeisennüsse gehen hier klar, deswegen werde ich das hier einmal dekonstruieren. Ne, das nehme ich dann erstmal alles weg. Und dann kommt hier einfach so ein Innenbeetkasten hin. Kann man auch mal direkt hier nebenpacken. Haben wir wenigstens noch mal so ein bisschen. Andere Sachen. Warte mal. 1, 2, 3. So. Okay, da fehlt da nur noch eins. Hier ist das am Wachsen. Hier ist das am Wachsen.
Schneepflaumen. Naja, wird auf jeden Fall genug hier wachsen. Und hier sind genug von diesen Dingern. Okay, Feuerschote. Kann ich da jetzt eigentlich... Ich glaube, ich sollte da nochmal so einen kleinen Fabrikator bauen, aber... Hier, gekochte Nahrung. Da haben wir doch diesen pikanten Obstsalat, Schneepflaumenblatt und Feuerschoten. Okay. Und der hält warm. Soweit die Theorie. Und die soll, das soll auch die beste Nahrung sein. Weil der halt nicht verdirbt. Fruit salad does not traditionally involve leaves, but at least it is nutritious and warming. Nutritious and warming. Ja, die Feuerschote halt, ne? Guck ich hier mal rein. Körperwärme plus 100, Nahrung plus 85. Alter Schwede. Das ist natürlich das Beste, ne? Nahrung 85, H2O 30, tipptopp. Die Dinger machen Nahrung nur 75, Nährstoffblöcke. Pff. Wer braucht die denn noch? Nahrung 178. Alright, ich sag mal, Hunger haben wir nicht mehr. Okay. Ja, das ist natürlich dann super hier, ne? Die Schoten plus die Dinger. Ne, das waren die Marmormelonen. Genau, hier waren diese Feuerschotenbäume. Ja moin, hier geht's nicht lang, Dude. Ach so, alter Schwede. Und Salz weg. Okay, trinken haben wir, dies, das, also alle soweit gut. Ach schön. Wie sieht's oben aus? Auch schön. Ach ja. Das ist schon eine schöne Basis. Falsch. Okay. Hier müssen wir noch einmal diesen Hufeisenstrauch rausreißen dann später. Aber hier die ganzen Marmormelonen, die kommen hier langsam an den Start. So, wir haben 3 von diesen Salaten. Ich mache mir, werde mir davon einfach mal, weiß nicht, so 8 machen. You never know, ne? Wenn wir nachher mit dem Feeder unterwegs sind. Und wir wollen ja auch wieder zurück zur Base. Kann man hier noch irgendwas bauen? Noch Tauschflasche, Bestandteile? Ja, das wäre natürlich noch... Aber gut, haben wir alles noch nicht. Ach, war mal das Sprungmodul. Haben wir das schon gebaut? Nee, haben wir noch nicht. Titan 2 und Kabelsatz. Na, das machen wir doch mal. 1, 2 und ein Kabelsatz. Was ist denn hier drin? Perfekt. So, und jetzt werden wir uns vorbereiten für die Arktik-Exkursion. Schlingpflanzenbüschel, die kommen auch noch mal rein hier. Oh, 1, 2. Hier haben wir die Eiskörbe, ist fein. Hier sind die Dinger. Hier haben wir Höhlen, Sporen, was auch immer. Okay. Hier haben wir auch noch die Reaktor, ne? Kernbrennstäbe. Richtig lange verbrauchter Kernbrennstab. Also was haben wir auch da? Okay. Dann werden wir uns jetzt mal auf den Weg machen. So ein bisschen erstmal hier alles. Ihr kennt das, erstmal reparieren. Oh shit, wollte ich das? Na, ist egal. Hier muss man nichts reparieren, tipptopp.
Krebs ist am Start. Ach, die Base gefällt mir sehr gut. Kann man natürlich noch ein bisschen schicker machen, so ist nicht. Aber wir haben halt dieses, wo man nach oben gehen kann, tipptopp. Angedockt, voll aufgeladen. So, und dann, ja, dann weiß ich noch gar nicht so genau, wie ich das machen will. Starke Naturfaser, bequem. Ich glaube, Fasergewebe kriegen wir hier raus, ne? Aus den Dingern. Aus Fasergewebe machst du nämlich diese Health Packs und die hätte ich schon gerne, wenn ich da jetzt in dieses Territorium da gehe. Aber ich muss mal sagen, das ist ja auch da in der Nähe, ne? Okay. Stirnlampe ist wahrscheinlich auch ganz geil, aber diesen ganzen Kram, das kann ich ja alles im Dings hier dann im Sea Glide lassen. Wir müssen noch mal kurz warten. 68% bei den Feuerschoten. Die Marmormelonen wachsen, Hufeisensträucher wachsen. Schneeflaumenbäume wachsen. So, jetzt sind die alle voll. Jetzt werden die auch alle, ja, die Dinger dran haben. Tipptopp. Schneeflaumen, ja. Hm. Wie viel machen wir denn? Wie viel Salate haben wir? 3. Ich würde gerne 8, also brauche ich noch 5. Gucken wir mal ganz kurz, wie viele Blätter wir haben. Oh, genug. 5 Blätter. Eiskörbe. Okay. Ich muss jetzt mal so langsam hier zu Potte kommen. Das Ding weg. Energiezellen. Warte mal, Leuchtfackeln sind auch wichtig. Ich glaube, das Ding ist soweit fertig, deswegen gehen wir mal rein. Integrität, Batterie ist voll geladen. Da ist es okay. So. Okay. Leuchtfackeln haben wir. Batterien kommen hier nochmal rein. Die anderen Leuchtfackeln. So. Dann haben wir das. Und jetzt hier oben Obstsalate. Machen wir mal. Machen wir die mal ruhig voll. Das sind 3×4, das sind 12 Obstsalate. So, in diese Kiste kommt das Ding auch noch rein. Der Spy Penguin. Hier ist ja eher so diese Essengeschichte, da kommen die Dinger raus. Und dann nochmal die, perfekt. Das, so soll es sein. Hier das und hier oben kommen so Konstruktionswerkzeug, Pfadfinder. Na, Pfadfinderwerkzeug ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Können wir mal da lassen, aber er kann hier rein. Der Seegleiter brauchen wir da ja nicht. Energiezellen haben wir drin, Batterien, haben wir Batterien. Eigentlich nur Energiezellen und eine Batterie. Okay, dann kommt noch eine Batterie dazu. Mineraldetektor kann dann auch weg. Laserschneider, wobei... So, Reparaturwerkzeug, okay.
Die Melonen sind fertig. Batterien noch eine. Taschenlampe. Ich könnte auch so ein Headlight bauen, ne? Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Stirnlampe nennt sich die. Ionenbatterie, Glas, Titan. Warum auch nicht? Kann man ruhig mal machen. Ionenbatterie. Ich meine, brauchen wir erstmal eine Ionenbatterie. Und was brauchen wir dafür? Ionenwürfel, Gold, Silber, Erz, Lithium. Gold, Silbererz. Lithium und ein so ein Würfel. Silbererz hatte ich nicht. Komisch. Ja, ich glaube, die Ionenbatterie 500 Ladezustand. Das ist natürlich heftig. Und jetzt brauchen wir nur noch die Stirnlampe, Glas und Titan. Dann haben wir das Ausrüstungsgegenstand halt auch mal oder den. With an advanced weather-resistant strap that can withstand volcanic heat or an ice age blizzard. A perpetual, hands-free light source in even the darkest environments. Okay. Das ist wichtig. Kreislauftauchgerät, Thermoanzug, Tauchflasche, Schwimmflossen, dies, das. Perfekt. Und die hat auch... Ach, guck an. Die ist halt quasi, hat keine Batterie, muss ich nicht aufladen. Interesting. So, Reparaturwerkzeug lade ich nochmal kurz auf. So, Marmarmelonen, wie sieht es hier mit den Schoten aus? 93%. Ich bin gespannt. Zwölf, drei sind drin. Also noch 9. Brauchen wir also noch mal so ein bisschen was hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Perfekt. Und habe ich nicht irgendwo eine Thermoskanne mal gehabt? Also bin ich der Meinung. Vielleicht hier. Hier sehr viel Wasser. Und das große gefilterte Wasser, davon haben wir auch. Wasser erzeugt man so mit einem Schneeball, trinkt Wasser. Das können wir auch mal mitnehmen. Diese Wasserreinigungstabletten. Titan und Glas. Machen wir mal kurz Titan und Glas. Wieder, ne? Braucht man ja in letzter Zeit recht häufig. Ich nehme noch mal eine Thermoskanne mit. Ich meine, wozu ist das denn sonst gebaut? Da haben wir hinten den Kaffeeautomaten. Muss ich das Ding abbauen oder wie?
beste Idee, das Ding da hinten hinzubauen. Ich bin so doof. Aber okay, man lernt ja nie aus. Ja, moin. Was muss da rein? Ich habe das Ding doch schon mal benutzt. Oh, jetzt ist es voll. Körperwärme plus 50. Auch nicht schlecht. So, wie sieht es jetzt mit den Schoten aus? Perfekt. Gut, perfekt ist was anderes, aber da haben wir, konnten wir doch eben die Feuerschote schon mal sehen. Oh Gott, nervt mich das jetzt schon. Okay, also das ist einfach nur komplett bescheuert. Egal. Das passt. Stellname Sprungmodul, gut. Vielleicht einfach das nächste Mal besser bauen, die Dinger. Werde ich wahrscheinlich machen müssen. So, irgendwie das hier hat, das hier bringt halt gar nichts, ne? Kann mich noch nicht mal wegbewegen. Und ich kann es halt nicht. Geht gar nicht. Kannst du nicht noch nicht mal abgrasen. Schlimm. Na gut. Dann. Das muss erstmal reichen. Wasser habe ich genug drin. Also. Jetzt noch den Salat. Haben wir hier 6 von den Dingern drin. Trinken. Ist auch voll. Nährstoffblöcke. Wir haben also wirklich genug. Nehmen wir nochmal die Schneeformblätter. Vielleicht haben wir ja Feuerschoten draußen. Okay, jetzt haben wir eigentlich alles so weit. Hier, der kann weg, das Ding kann weg. Energiezelle, Konstruktionswerkzeug, Scanner bleibt, Reparatur auch, Laserschneider auch, Messer auch und das Ding. So, jetzt trinke ich nochmal was. Dock nochmal den lieben Krebs an. Perfekt. Und Fruchtsalat haben wir auch. Gut. Hä?
Sprungrad ansehen. Ich will doch nur reinspringen. Geht das? Manchmal ist das Game auch etwas ein bisschen zu buggy. Soweit, so gut. Habe ich diese ganze Hydraulik-Geschichte? Ich glaube, ich nehme auch nochmal so einen Ion-Cube mit. Ich habe im Gefühl, beziehungsweise ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass ich den noch brauche. Okay. Soweit, gut. Alles okay. Feuer schon haben wir jetzt auch noch. Der hier schallert durch. Okay. Energie lädt auf. Wir haben diese ganzen vier Powerzellen. Also wenn ich da nicht hin und zurück komme, wir haben das Hydrauliköl. Es ist alles da. Gut, wo haben wir jetzt hier die Schoten? Drei Stück. Hier irgendwo ist wahrscheinlich noch der, ne? Der Wasserfilteranzug, den lasse ich auch nochmal an. Bis dahin. Okay. Na denn. Back to the Arctic. Kurz mal speichern. Ja. Der ist ein bisschen verwirrt. Notfall, Anleger zur Station Delta und da hinten Landeplatz von Robotic Vieh und da ist Glacial Basin Eingang. So, und wir ganz auf entspannt. Essen haben wir ja auch so noch da. Wir haben jetzt aber einen Thermoanzug. Wir haben eine Möglichkeit, unsere Körperwärme wieder zu erhöhen. Alles gut, wir haben Messer. Ab irgendeinem gewissen Punkt geht es auch natürlich mal wieder tief runter. Jetzt haben wir eine halbe Stunde hier. Aber ich werde mal ein bisschen beschleunigen. Come on. Jetzt hier einfach geradezu. Wir haben genug Batterien. Es ist okay. Und ganz ehrlich, der Sea-Truck, der bringt uns ja auch nur hin. Könnte natürlich auch am Glacial Basin, ne, nochmal so eine kleine Dings bauen. Kleine Base. Naja, mal gucken. Jedes Mal, wenn ich halt hier diesen Schub nutze, gehen halt zwei Energie weg. Snow Fox Arena ist auch da. Alright. Aber wir müssen im Glacial Basin auf jeden Fall noch ein bisschen was regeln.
Natürlich wieder endlose Nacht hier, ne? Wenn du das ausmachst, siehst du nix. Jetzt müssen langsam die Quallen wiederkommen. Sehr, sehr gut. Und wir docken an. Sorry. So, außerdem ist gerade Nacht und Nacht ist nicht geil, also gehen wir schnell nach hinten und legen uns mal eine Runde hin. Stabil. Knickknack. So. Okay, das ist alles klar. So, jetzt ziehen wir mal. Ziehen uns das Ding rein. Ziehen den Anzug an. Der kommt hier weg. So, jetzt haben wir das. Hydraulik, irgendwas. Können wir schon mal mitnehmen. Den Pinguin brauchen wir. Ich nehme jetzt einfach mal 3 Salate mit. Und ein bisschen trinken. 1, 2, 3. Ah, Thermoskanne. Okay, so jetzt habe ich das hier alles. Pfadfinderwerkzeug, Reparatur, Laser, Leuchtfackel, Ion. Das ist eigentlich okay. Dann mal raus. Achso, warte mal, kann ich. Gibt's hier irgendwo. So eine Art. Refugs einpacken, okay. So, aufsitzen. Ah, hier, Erweiterungsmodule. Upp. Springen, Leertaste. Okay, na dann. So, ich kann, glaube ich, die Brücke schon reparieren. Die Frage ist, will ich das? Okay, das Ding ist fertig. Oh. Jetzt geht's. Alright. Wir können ja mal so ein bisschen erkunden. Ich glaube, hier ist schon das erste Ding. Na, dann schauen wir mal. Okay, Feuerschoten und so weiter haben wir hier. Sofern ich auf diesem Ding bin, ne? Ist irgendwie auch chillig. Ich
war das denn? Ist wieder so ein Precursor-Ding. Okay, offensichtlich gibt's hier plus also wieder Wärme, ne? Die Dinger fallen einfach runter. So 100%. Ja. Jesus Christ. Can you not? Can you please not? Easy. Bingo. Schwede. Okay. Auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Was haben wir denn hier so? Iron Cubes. Magnetite? Das ist ja geil, jetzt gibt es hier das ganze Magnetit. Ich meine, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr, aber... War hier nicht noch auch was? Ne, es ist Quarz. Das ist nochmal so ein Ionenwürfel. Neues, neues, neues. Quarz brauchen wir erstmal nicht, dankeschön. Der gute Pingo, ne? Und da stehe ich jetzt hier in mein... Ich muss mich mal kurz angucken. Die macht die Posings. Dab. Okay. Ding ist. Ich würde ja gerne das Ding da rausnehmen. Alright. Auf jeden Fall, das war so ein Eiswurm, ne? Mal hier so ein bisschen lang. Ich glaube, aber ich muss hier noch gar nicht lang. Kurz erschrocken. Oh! Ja, hau mal ab, Alter. Alles klar. Ja.
der wird mich hier gleich. Jesus Christ. Das Ding ist hier komplett in den Fritten. Kann ich das mal reparieren? Danke. Ich weiß gar nicht, wo es hier lang geht. Kannst halt auch nichts machen, ne? Hoch geht's, okay, aber das ist fein so. Na da, ein Bauartefakt. Wir müssen da hinten so lang. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Nervt halt tierisch diese Viecher. Du kannst halt nichts machen. Ich würde gerne meinen Snowfox wiederholen und dann würde ich auch gerne wieder zurück. Weil hier muss ich noch gar nicht sein. Der haut mich halt komplett weg, ne? Okay. Immer chillen. Das Vieh, das kommt hier komplett durch den Ringer, ne? Gott, ey. Okay. Hier ist noch nichts. Aber ja, im Prinzip war da diese mal da, wo dieser Knick ist, sozusagen der Anfang von diesem Glacial Basin. Ich glaube einfach da, wo diese Viecher sind. Oder nee, kann ich hier nicht einfach rechts hoch? Nee, offensichtlich nicht. Deswegen auch schnell mal wieder raus. Alter Schwede, da kommt so ein Viehmann. Ich mache auf jeden Fall mal vielleicht die Mucke ein bisschen leiser. Ich weiß auch gar nicht, wo es hier wieder zurückging. Hier so. Das Teil gerade repariert, ey.
Gute ist, du frierst jetzt halt hier an dem Ding nicht. Was denn hier? Ja, hier ist die Bridge. Erstmal Wunden lecken. Okay, also so wirklich, ich muss mir hier mal so eine kleine Map bauen irgendwie. Also wirklich voran kamen wir jetzt hier nicht. Ich meine, außer dass wir uns hier komplett einmal mal nass gemacht haben in dem Vieh. Energie 89% lädt er denn? Nee, lädt nicht. Hä? Ah nee, da steht so 100. Jetzt wieder auf 100. Ah ja, okay. So, liebe Leute. Heute mal, ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, hier nochmal loszuballern. Oder wir könnten hier ein bisschen rum. Okay. Das können wir nochmal machen. 5 Minuten noch. Auf gar keinen Fall da, wo dieser Snowfox, wo dieser, ne, Wurm ist. Wäre ich bescheuert. Da hinten ist ja der Landeplatz von Robotic Vieh. Und da kann man, ich glaube, da oben geht es auch rein, ne? Das machen wir auch mal. Okay, hier ist auf jeden Fall auch so eine Schneepinguin-Geschichte. Das ist immer ganz geil. Das können wir einfach mal machen. Sehr viel Quarz. Magnetit. 4 mehr war nicht, ne? Kann man jetzt hier mal so ein bisschen rumgucken, aber eigentlich sehe ich nur Quarz, Quarz. Und sonst nichts. Landeplatz von Robotic Vieh. Also diese Dinger, die kommen halt auch ordentlich runter, ne? Ich meine, zum Glück mit dem Fuchs kann man hier schon ganz schön hoch, ne? Der alte Fuchs. Robotic Vieh. Kurz was trinken. Ah ja, das war dieses Snowfox-Geschichte. Sieht schon ganz geil aus hier alles. Da geht's aber nicht weiter, ne? Aber hier haben wir sowieso schon, hier waren wir ja schon mal, hier haben wir schon mal alles gescannt. Aber es gibt noch so einen Ausgrabungsplatz. Ich hoffe, der ist auch hier. Wir werden es ja gleich sehen, aber
Oh ja, hier war dieses Facegate. Haben wir auch alles gescannt. Auch nichts Neues hier. Hier war weiter auch nichts. Cargo-technisch. Ein großer Behälter. Ein nutzloser Glasbehälter. Okay, great. Sonst haben wir hier eigentlich nichts, ne? Hier geht's nicht mehr raus. Kaffeeautomat, Kühlschrank haben wir alles gescannt. Kühlschrank können wir auch nochmal scannen. Und hier unten ging es hier auch nochmal rein. Wir gehen einfach nur nochmal aus Jux und Dollerei. Aber ich glaube hier... hier war auch nicht mehr so viel. So eine Konsole finde ich auch mal nicht schlecht. Die hätten sie mal so als Kommandozentrale, weißt du? Naja. Ach ja, war das hier nicht die. Warte mal, da ist was eingekreist, ne? Ich glaube hier. Da unten müssen wir irgendwie hin. Da diese Wälder. Da ist die Brücke, hier sind wir jetzt. Ne, hier ist Robotic Vieh. Da müssen wir hier so hoch und hier so lang irgendwie so. Oh, öffnen. Habe ich das noch nicht gemacht? Oh, hier war ich noch nie. Doch, hier war ich auch schon. Na, hier sind ein paar Verstärkungen. Okay, Boys. Das soll es aber für, sag mal, für heute gewesen sein. Nee, Fuchs. Und dann versuchen wir hier mal beim nächsten Mal einfach weiterzumachen. Weiter zu erforschen. Deswegen, ich verlasse euch hier. Ich speichere mit dem Blick zum Schneefuchs. Ich bedanke mich wieder herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen oben da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal für Subnautica Below Zero. Wir kommen der Geschichte jetzt ein bisschen näher. Wir erforschen das jetzt hier alles. Diese blöden Schneewürmer sind nicht so ganz mein Geschmack. Ah, kriegen wir schon hin. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin. Euer Chucky.